Eines zweitägigen Kongresses in Münster haben heute Ärzte auf die wachsende Gefahr von Infektionen bei Hüft- oder Kniegelenkoperationen hingewiesen. Auf 100.000 Knieprothesenoperationen kämen etwa 800 Infektionen, hieß es. Die Mediziner wollen sich bei der Veranstaltung über Allergien gegen bestimmte Materialien und über neue Operationsverfahren beim Einsatz von Prothesen informieren. Ein Hilfsmittel ist zum Beispiel dieses neu entwickelte Navigationsgerät, mit dem noch präziser operiert werden kann. An dem Kongress nehmen mehr als 300 Mediziner aus dem In- und